herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Epirus. Wir haben letzte Runde die germanische Föderation ein bisschen auf dem Popo gehauen. Die da soll jetzt nächste Runde, glaube ich, Richtung... Genau, die war letzte Runde hier. Soweit ich weiß. Und dann, genau, geht sie nach unten. Wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel zu tun. Wir werden auf jeden Fall die Ost- und die Nordsee befreien. Und dann werden wir Sarmatia erobern. Da gibt es auch nicht mehr viel. Und dann Richtung Ponto runter. Hier ist eigentlich alles easy. Die Avener mögen uns, die sind auch groß genug. Ja, läuft, ne? Warte mal, Avena. Ihr ehrt uns, wenn wir fertig gesprochen haben. Erwartet uns einmal, groß genug für zwei Armeen. Die haben auch Militärbündnis mit den ganzen militärischer Zugang. Super, die mögen uns noch mehr. Die Götter werden über die heute geäußerten Worte erfreut sein. Ihr irrt uns mit diesen Bedingungen. Ja, natürlich wollen die das nicht. Warte mal. Ich mach mal einen Spaß jetzt. Klientel. Und ich biete denen alles, was sie haben. Okay, selbst das wollen sie nicht. Okay. Kann ich aber verstehen. So. Ich will, wo ist, wo ist das, was ich suche? Wo ist Schutzbündnis? Aber, okay, das können wir noch gar nicht. Na gut. Neutral. Ich heiße euch willkommen, würdiger Redner. Aber hier ist Schutzbündnis. Ich höre euch zu, weil euer Volk als ehrenhaft bekannt ist. Ja. Nice. Ihr wart gerecht und ich stimme im Namen meines Volkes zu. Nicht angriffsbereit? Okay. Ihr sprecht weise wie ein Mann. Schutzbündnis? Ja, okay. Das kommt dann nächste Runde. Dann die da. Neutral. Wie wär's mit Tannen? Seid gegrüßt und nun sprecht. Okay. Wollen ich die bin nicht? Sicher. Die da. Seid die mögen uns nicht. Wir wollen unsere Zeit. Ah, cool. Im Namen meines Volkes stimme ich zu. Super. Dann, wie sieht's denn mit Getulde aus? Die sind neutral, die wollen sicher handeln. Nein? Ihr seid mein Klientel, ich verfehle es euch. Ikena, die wollen uns nicht so gerne. Seid gegrüßt, mein Freund. Wir besprechen alles, was ihr wünscht. Die sind noch ein bisschen aufständisch. Aber die mögen uns. Willkommen! Wir werden... ja, nicht angriffsbar? Hä? Hallo, herrlich, weißt du, wie groß ich bin? Herrlich. Na gut. So. Auf jeden Fall, schaut mal. Jetzt Handel. Wir bekommen Exporte 6000. Okay, ist nicht so krass, aber... Naja, 6000... ist 6000, ne? Also, ich würde mal sagen, das passt. Gut, hier bräuchte ich eigentlich noch eine zweite Armee, aber ich könnte auch mit der das machen. Warte mal. Ich könnte mit der jetzt Richtung Top gehen. Militärausbildung. Was machst du? Du machst gerade gar nichts. Okay, also von mit die haben komische Namen, warte mal. Wie heißen denn hier Wolfpack 500 erste Boyersblauäugiger Bob Ebora Untersuchung? Was? 212. Kinder der Tüche. Die Herrekleiden. Okay, Kinder der Tüche. Maulende Mürbe.
Warte, Mute. Nee. Wenn ich schon so dämlich angefangen habe, offen. Nee. Ta. Palim. Palim. Palim, Palim. Gut. Du bekommst jetzt, genau. Gut. Hä? Ach, nochmal. Nochmal. Alter. Läuft bei dir. Bei euch läuft's nicht. Weiter geht's. Aber jetzt blauer Gigabob hat noch was. Ich glaube, ich habe ein bisschen was vergessen. Was ist denn mit Spanien nochmal? So. Ich muss irgendwie hinbekommen, dass wir die Avena als unser Klientel bekommen. Weil dann haben wir gewonnen. Also Klientel oder militärische Verbündete. So. Ich wage es nicht, viel für mein Volk zu verlangen. Nö. 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 Das überzeugt mich nicht. Nö, nö. So, jetzt plündert er da mit seinen zwei Hanseln. Ah, cool. Der hat da was gemacht. Massilia. Sind wir eigentlich Militärverbündete oder nur Defensivverbündete? Ich glaube Militär, oder? Weil Militär wäre gut. Militär wäre ganz gut. Wir haben nämlich... Unser Kampf wird böse enden und niemandem große Ehre bescheren. Meine Ahnen raten zu Frieden. Ja, wir hätten Frieden machen können. Ihr steht tatenlos rum, während sich diese Zecken immer weiter festsaugen? Habt ihr etwa Angst vorm Krieg? Nee, aber die mögen mich. Deswegen kämpfe ich nicht gegen den. Bündnis gebrochen, okay. Rang erhöht, Umsturz. Hat Soldaten, die eine Siedlung bewachen, ja okay. Natürlicher Tod, Spionen, oh nein. Nahrungsmittelknappheit, was? Mission erteilt. Schwerter des Ruhms. Ja, das mache ich dann mit dem. Aber wieso habe ich jetzt Minus? Das ist nicht ganz so ja mei, gell? Vier Nahrung. Das ist nicht ganz so optimal. Besorgte Bevölkerung, inspirierte Bevölkerung, barbarisch bla, bum bum ba, bim 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 u. Was machst du? Du kommst nicht mal dahin. Warte mal. Ah, da darfst du bleiben. So. Du gehst jetzt mal weiter nach hier. Haushalt erweitert sich, das ist wunderbar. Du machst jetzt mal so und gehst hier hin. Du, wo ist ein feindlicher Agent da oben? So, ein bisschen stehlen.
Okay, du kannst jetzt auch in Gewaltmarsch gehen und Richtung Albia gehen. So, blauäugiger Bob. Achso, der bekommt ja nichts. Wolfpack bekommt auch nichts. Ach, meine Familie hier ist auch relativ klein, nicht? Ja. Ah, neue Frau bitte. Wow. Der bekommt halt immer so einen Kack hier. Du brauchst Kinder. Du brauchst Kinder. Leichtes Mädchen. Warte mal. Der kann das leichte Mädchen nicht bekommen. Doch. Hier. So. Vielleicht bekommst du dann ein bisschen was hin. So. Öffentliche Ordnung. Wie sieht's denn eigentlich hier? Ah, die mögen mich. Königreich, Imperium. Wir können uns zum Imperium aufstellen. Aber Königreich ist eigentlich... Ja, komm. Wir lassen Königreich, weil das passt so zu... Das passt zum... Ja. Zu Epirus. So. Jetzt gehe ich mal nochmal kurz die Armeen durch. Der da bleibt da. Der da ist gelaufen. Der da ist gelaufen. Der, was machen jetzt die beiden Armeen hier unten? Epora-Untersuchung. Ja, die versauen ja jetzt irgendwie. Ha. Das ist auch nicht das, was ich gerne wollen würde. Warte mal, dürfen wir... Knossos ist mein Verbündeter? Genau, okay. Super. Die da mögen uns. Willkommen, würdiger Freund. Lasst uns Brot brechen und Bier trinken, ehe uns Worte über die Lippen gehen. Ich kann mit dem keinen... Bündnis eingehen. Ist ja echt blöd. Aber ich darf da durchgehen. Warte, darf ich bei euch durchgehen? Ihr seid willkommen. Doch mal. Ich danke euch für das Angebot, aber ich bin sicher, eure Waren finden irgendwo Verwendung, aber nicht bei... Das Blöde ist, ja, warte, nicht Angriffspakt und bla bla bla. Die den Bedürfnissen meines Volkes genügen. Alter. Wenn ich hier... Dann gehe ich einfach durch. Leck mich. Ja, das ist mir jetzt wurscht. So, da ist auch noch positiv. So. Dann gehe ich mit denen hier hoch irgendwie. Keine Ahnung wohin. Palim, Palim, du bekommst noch was. Fängt schon an. So, nächste Runde machen wir dann eine kleinere Schlacht. Und... Ja, wir müssen halt jetzt wirklich unsere Feinde suchen. Aber wie gesagt, das Epirus Let's Play wird auch nicht mehr lange dauern. Könnte sein, dass ich das einfach bis zur Nummer 100 mache und dann gut ist. Oder ich spiele es halt zu Ende, wenn es... Aber also viel wird da jetzt nicht mehr passieren. Also.
Wir könnten uns natürlich auch selbst zerstören. Und zwar, wenn wir jetzt Massilia zum Beispiel den Krieg erklären, einfach so, haben wir nicht nur das Problem, dass Massilia mit ziemlich vielen Fullstack-Armee in unserem Land steht, sondern dass dadurch, dass wir ein Militärbündnis brechen, werden die anderen dann auch mit uns brechen. Also ziemlich viele, mit denen wir Bündnis haben und uns auch den Krieg erklären, weil ja, das mögen die. Gemeinsam haben wir viel erreicht. Doch trennen sich hier unsere Wege, wie es bei irdischen Angelegenheiten oft Oh, der Fall na ist. gut. Goodbye. So, Aufstand in der Hauptstadt. In der Hauptstadt geht einen Aufstand. Achso. Ihr glaubt, dass ihr von einem politischen. Wie reagiert ihr? Privatanklagen, Aufstand niederschlagen, öffentlich anklagen. Ja, privat. Umsturz. Wo ist denn der? Ah, da. Rang erhöht, Rang erhöht, Rang erhöht, Rang erhöht, Rang erhöht, Rang erhöht. Bla bla bla. So, wir haben immer noch Nahrungsmittelknappheit. Achso. Okay. Entschuldigung. Okay, dann klaue ich dir jetzt einfach mal hier das Ding. So, dann fehlt hier jetzt nur noch das südlich. Ah, genau hier. Warte. Kurz puken. Und du greifst jetzt an. Und das schauen wir. Ja, doch. Das schauen wir jetzt nochmal an. So. Die Schwerter des Ruhms, Garnisonsarmee und die Söhne des Brennus. Oh, der geht raus. Interessant. Das hätte ich Ihnen nicht geraten. Ja, wobei, gegen. Ja, Ja, Regen ist nicht schön. Regen ist nicht schön. Trocken ist schön. So. Uiuiui, was für ein fetter Berg. Da will ich hin. Bisschen weiter vor hier. Was ist das für eine Aufstellung? Ich versuche mal da hochzukommen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Denen scoute ich mal. Das dachte ich mir schon, dass der auch hier rauf will. Wie viele habe ich verloren? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. 10 Tote. Geht aber ziemlich aggressiv rein. Uiuiuiuiui. Uiuiuiui. Uiuiuiui.
Alter, der kommt ja von hinten. Alter, Fiek. Uiuiuiuiui. Autschi, autschi, autschi. Oh nein. Uiuiuiuiui. Das hat mich jetzt wirklich überrascht. Warte, der General. Mach mal hier volle Kanne reinhalten. Unser General wird angegriffen. So, volle Kanne töten. Uiuiuiuiui. Ah, jetzt greift er meinen General an. In welcher Richtung steht ihr denn? Ah, noch da. Okay. So. Oh nein. Männer wanken. Ja, zieht euch zurück. So. Also das war schon richtig heftig. Nee, warte, der kommt jetzt nach da. Uiuiui. Dass der mich von hinten angreift, das war richtig heftig. Eieiei, wow. Der hat mich mal vollkommen überrascht. Kommt da einfach von hinten mit so einer fetten Armee. Eieiei. Da habe ich echt nicht aufgepasst. Uiuiui. Ah, der tut mir leid. Der tut mir leid. Uiuiuiui. Ah, er hat überlebt. Yes. Super. Ich erwarte eure Befehle. Das ist gut. Umbauen. Tittere. Nee, minus 8 Nahrung ist gerade nicht so gut. So. Alter. Kommt der einfach von hinten? Ich glaub's ja nicht.
5, 7. Okay. Warte, schauen wir mal kurz noch. Hier. Genau, ich brauche nämlich. Ja, eine Seeeinheit. Ja, okay, komm. Da können wir ja jetzt mal kurz hier eine Flotte aufbauen. Flotte aufstellen. So. Und einfach nur die billigsten der billigsten. Hier auch. Flotte aufstellen. Billiger, billiger. Billiger, billiger. Achso. Ich hätte es nicht in der gleichen Ding machen müssen, ne? So, Flotte aufstellen. Rekrutieren. Billiger, billiger, billiger. So. In ein paar Runden haben wir da. Das Problem ist ja, wenn die sauer auf uns werden. Dann haben wir ziemlich viele gegnerische, ja, Flotten. Gut, du ruhst dich noch aus. Mal gucken kurz. Der bleibt hier. Der wurde schon bewegt. Der geht weiter hoch. Der geht weiter hoch. Der bekommt noch. Ja, noch weiter. Der bekommt noch. Uiuiui. Der ist jetzt ein ziemlich heftiger. Der bekommt auch was. Und zwar. Was ist das? Verstärkungsrate. Wachstum in der Provinz. Ja. Das ist sehr schön. Der bekommt nichts. 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 So. Dann war es das für diese Runde auch schon und ich bedanke mich wieder bei euch. Ja, hoffentlich Bauholz. Mal wieder was dazu bekommen. Ja, hoffentlich seid ihr das nächste Mal wieder dabei. Und ja, lange wird es nicht mehr dauern. Noch die da. Stimmt, also jetzt eigentlich nur noch die da erobern. Und dann die zwei und das da erobert gerade mein Buddy. Und dann müssen wir schauen, was wir mit den Arvenern machen. Wahrscheinlich kaufen wir es uns. Ihr ehrt uns, wenn wir fertig gesprochen haben, erwartet uns ein Mahl groß genug für zwei Armeen. Die Götter werden über die heute geäußerten Worte erfreut sein. Ihr irrt uns mit diesen Bedingungen. Ihr irrt uns. Diesen Bedingungen kann ich nicht zustimmen. Euer Volk ist würdig, doch... Na gut. Gut, dann, ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und macht's gut. Bye. Sehr.